Guten Tag und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu den Kulturtipps. Heute mal von der Freiwilligen Feuerwehr in Warnemünde. Thomas Hellwig, du bist hier der Wehrführer. Genau. Und Christian Menne ist auch da, du bist hier der Gerätewart. Die erste Frage, der Unterschied zwischen der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr. Könnt ihr euch leiden? Ja, natürlich. Wir haben einen guten Draht zur Berufsfeuerwehr. Ja. Und arbeiten eng zusammen. Und die Kollegen brauchen ja jegliche Unterstützung, weil das ja auch der Umfang zugenommen hat. Ja. Und ja. Die Arbeitszeit ist von einem Berufsfeuerwehrmann irgendwann zu Ende. Ihr habt ständig Bereitschaft. Das ist doch sehr doch an den Nerven, oder? Ja, und deswegen suchen wir noch mehr Kameraden, damit sich das ein bisschen aufteilt. Du hast gesagt, ihr sucht Kameraden und Kameraden, die euch unterstützen. Was müssen die mitbringen? Wie alt müssen die sein? Und ab 16 Jahre. Sie können natürlich ab 10 kommen, in die Jugendgruppe mitmachen, ne, und können dann hier Jugend ausgebildet werden und können dann in den aktiven Dienst übernommen werden, wenn sie wollen. Und andere, die dann ab 18 mitmachen, die können dann gleich einsteigen, ein Jahr so mitlaufen und dann die Ausbildung beginnen ab Truppmann und dann sich weiterbilden. Jetzt stehen wir vor so einem Feuerwehrauto, da ist eine ganze Menge Technik drin. Erklär uns mal, wie so ein Feuerwehrauto aufgebaut ist. Also ich habe da keine Ahnung von. Hast keine Ahnung von? Nee. Ja, Feuerwehrauto ist immer, ja, man sagt mal schön einfach aufgebaut, wenn man Ahnung hat davon. Das ist ganz einfach. Ja. Aber wir haben jetzt praktisch unsere Stromerzeuger hier unten drin stehen. Ja. Den brauchen wir mehr, dass wir auch Licht haben überall. Ja. Weil meistens geht man davon aus, es brennt, Licht ist, Strom ist nicht mehr da. Okay. Müssen wir bei haben. Okay. Guck mal, wir haben das Licht da, da haben wir oben drauf einen Lichtmast stehen, damit wir auch ordentlich Licht machen, also sehen wir das. Darüber dann die Kettensäge, alles. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist da so windig geworden, Bäume fallen sicherlich um. Ja. Früher hat man das angehalten, hat man den Ast weggenommen, heutzutage ruft man gleich die Feuerwehr. Wie gesagt, es fallen Bäume um, das fallen Bäume auf Autos, fallen Bäume auf Gehwege, auf Straßen. Mhm. Ne? Und ja. Und auch Äste zum Beispiel mal auf dem Fahrradweg, wo man auch anhalten kann, den Ast mal beiseite nehmen kann und nicht die Feuerwehr unbedingt rufen muss. Sebastian Puffpaff ist einer der bekanntesten und beliebtesten Kabarettisten im deutschen Fernsehen. Mit seinem Programm Wir nach ist er am 4. Oktober um 20 Uhr im Schweriner Kapitol zu Gast. Seien Sie dabei, wenn die Satire die Weltherrschaft übernimmt. Karten gibt es unter www.das-kapitol.de. Das Quintett Moi et l'autre gastiert am 27. September zum ersten Mal im Kornhaus Bad Doberan. Die Band gilt als die beste frankophone Chansonband Deutschlands. Gesungen wird natürlich auf Französisch. Einen Tag später erleben Sie im Kornhaus Bad Doberan die Götz Rausch Band. Anspruchsvolle deutschsprachige Musik mit ungewöhnlichen Texten. Beide Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr. Nach Wismar laden der Heimatverband MV und der Chorverband des Landes alle Chöre Mecklenburg-Vorpommerns ein. Das Landeschorfest plant bis zu 30 Chöre auf zwei Bühnen zu zeigen. Alle gemeinsam singen das neue Landeslied. Gesungen wird am 28. September in der Georgenkirche und im Fürstenhof der Hansestadt. Im Meeresmuseum Stralsund erfahren Sie Spannendes über Kraniche. Naturfotograf Hermann Dirks nimmt seine Zuhörer bei einem Multimedia-Vortrag mit nach Schweden. Kraniche im Land des Polarlichts. In Skandinavien ist die Beobachtung von Kranichen besonders faszinierend, denn gleichzeitig mit dem Abflug der Vögel beginnt die Zeit der Polarlichter. Los geht es um 19 Uhr. Der Eintritt kostet nur 3 Euro. Im Miniland MV in Göldenitz wird es am 29. September musikalisch. Zum 6. Mal wird zum musikalischen Picknick eingeladen. Genuss im Grün lautet das Motto. The Jive Sharks und die Swing Connection Rostock sorgen für die musikalische Unterhaltung an diesem Tag. Essen, Trinken und die restlichen Picknickutensilien können selbst mitgebracht werden. Die aktuelle Sonderausstellung im Schifffahrtsmuseum Rostock zeigt die Erfindung einer Waffe, das Torpedo. Der 28. September steht ganz im Zeichen dieser Sonderausstellung. Zwischen 12 und 16 Uhr stellen Experten die maritime Waffe und ihre zerstörerische Kraft vor. Zwei Vorträge und mehrere Rundgänge erwarten Sie. Erleben Sie die Fritz-Reuter-Bühne in der Stadthalle Parchim. Das Wunder von San Miguel, eine herzerfrischende Komödie auf Niederdeutsch. Klodeckel-Fabrikant Hubertus Heppelmann will sich scheiden lassen. Da sein Anwalt in Spanien Urlaub macht, will Heppelmann ihm folgen. Er landet in einem verschlafenen andalusischen Kaff und in Schwierigkeiten. Der Kunstverein Rostock präsentiert die Ausstellung Zirkus, Zirkus von Tobias Trautzettel.
Die Ausstellung war Bestandteil des Illustrationsfestivals Illustrade. Noch bis zum 6. Oktober sind die Arbeiten von Tobias Trauzettel zu erleben. In der Galerie Amberg 13 bekommen Sie einen Blick hinter die Maskeraden mit dem Glauben an die Liebe. So, und jetzt gehen wir mal in so ein Feuerwehrauto rein und gucken uns das mal an, bevor wir dann auf die Veranstaltung noch mal kurz eingehen, die am 28. auf diesem Hove stattfinden wird. Hove, habe ich gerade Hove gesagt? Hof meine ich. Sag mal, Christian, was ist denn jetzt hier so das Interessante an dem? Hier ist die ganze Ausrüstung von den Fahrzeugen. Das ist mein Lieblingsjob der meisten Angriffstruppführer. Okay. Der führt den ganzen Trupp beim Eingriff, der geht am Feuer zuerst rein, also geht nicht raus. Also muss alles retten drinnen. Okay. Auf dem Platz sitzt du jetzt gerade und der muss sich während der Ausfahrt, wenn wir ausrücken, auf der Reise muss er sich komplett ausrüsten einmal. Und wie geht das? Das geht also nicht. Ich kann den mal an dir vorführen. Was ist hier denn mit Abschussgerät hinten? Kannst du den aufsetzen? Vorführen. Was ist hier denn mit Abschussgerät hinten? Aua! Oh, krass! Krass. Nun zieht man so fest, Beckengurt, damit das Gerät auch nicht wegfliegt, wenn du aufs Haus hochkletterst. Ja. Und nun? Ich bin fest. Und was mache ich jetzt? Und da hast du einen Riegelungsgriff und den kannst du auslösen, dann löst du die Kopfstütze in. Und jetzt kannst du aufstehen mit Armschutzgerät in dran und in Einsatz rein. Und dazu musst du aber noch anlegen. Was ist jetzt? Was habe ich denn jetzt? Wo ist denn jetzt hinten dran? Sauerstoffgerät hinten dran. Da sind 300 Bar Sauerstoff drauf oder Luft. So, am 28. habt ihr ja hier eine fette Sause, um nicht nur Mitglieder zu gewinnen, sondern ihr macht hier auch richtig Action. Was passiert denn so? Tja, wir machen Action hier mit, ne, was hier draufsteht. Hüpfburg, ne, haben wir extra Flyer verteilt. Schauvorführung, Verkehrsunfall. Was heißt das? Wird ein Auto geholt, wird ein Auto zerschnitten. Ach. Doch. Nicht hier im Hof? Eins. Nicht ach, eins. Ja, ja und dann... Und also Feuer gibt es ja sicherlich auch, so kein Feuer ohne Feuerwehr. Ja, ein kleines Feuerwehrhaus, die Jugendfeuerwehr macht eine kleine Löschübung. Dann wird Rauchgasvorführung gemacht mit so einem kleinen Haus. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, falls Sie Interesse haben, sich das mal hier anzuschauen, 28. wie gesagt, hier auf dem Hofe. Ne? Ansonsten, ja, falls Sie Interesse daran haben, hier mal mitzuwirken oder Ihre Kinder vielleicht Interesse haben, was Gutes zu machen, dann können Sie herkommen und sich das Ganze mal anschauen und vielleicht mitmachen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Bis nächste Woche und leben Sie Kultur. Ciao. Die Kulturtipps in Zusammenarbeit mit dem Kulturkalender unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern.